Die schönsten Geschichten präsentiert Familie Lucky. Bilou Zombieschleim. Mögt ihr Bilou? Dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert uns kostenlos. Mama, Mama, ich möchte Bilou-Schleim machen. Dieses Mal ohne Kleber. Ich habe gesehen, dass man gar keinen Kleber und Waschmittel benötigt. Super Idee von dir. Was hältst du davon, wenn wir blutigen Bilou-Schleim machen? Ich weiß nicht. Ist das nicht so gruselig? Klasse. Der soll aussehen wie Blut. Wir haben doch noch irgendwo Zombieblut. Das mischen wir dann rein. Dann lasst uns alle gemeinsam diesen Schleim machen. Okay, machen wir. Ich freue mich. Mama, Mama, auch Schleim machen. Lasst uns überlegen, was wir alles brauchen. Hoffentlich haben wir alles. Bilou-Schaum haben wir, Natron natürlich, Kontaktlinsenflüssigkeit. Was noch? Rote Lebensmittelfarbe, Zombieblut und anstatt Klebe brauchen wir Peelingmasken. Hurra, ich suche gleich nach den Sachen. Wir haben ja noch so viel vom letzten Mal. Peter, nehme du den Anton. Du kannst gerne zuschauen. Später können wir ja deinen Schleim für den Halloween-Kürbis nutzen. Das wird bestimmt ganz gruselig. Ja, in Ordnung. Anton ist schon bei mir. Wir schauen zu. Ich sehe es schon. Alles da. Super. Lass uns mal beginnen. Peter, nimm du wieder den Anton. So, liebe Leute, jetzt fangen wir an. Hier haben wir Peelingmasken. 10 Stück haben wir. Ja, ich finde das richtig viel und ich hoffe mal, wir haben coolen Schleim. Ja, so, die nächste Zutat wäre Bilou oder Rasierschaum könnt ihr auch verwenden. Einmal Cherry Kisses und Plum Kisses muss natürlich nicht sein. Ihr könnt auch andere Bilou nehmen. So, dann nehme ich Zombieblut und Lebensmittelfarbe, beides in Rot, denn das soll cooler Schleim werden. Genau, dann einmal den Käsenatron, den finde ich immer noch am besten. Und die Kombilösung. Ja, die finde ich auch ganz schön gut. Und ja, jetzt schneide ich das mal alles auf. Und mal gucken, ob wir eine coole Maske bekommen. Ja, das, wie ihr seht, ist alles blau. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber naja, nicht so schlimm. So, ja, ist schon irgendwie ein bisschen glibberig, finde ich. So, die Masse ist hier. Sie ist schon so ein bisschen glibberig. So, jetzt gebe ich einen Teelöffel Natron rein. Am Anfang habe ich gedacht, das ist ein bisschen viel, aber vollkommen okay. Hui, sieht ganz schön viel aus. Das ist ja rührig, bis man den Natron nicht mehr sieht. Ich habe dann schon gemerkt, dass irgendwie das schleimiger wird. Jetzt gebe ich den Bilou dazu. Ungefähr so viel wie der oder wie die Maske. Genau, einmal Cherry Kisses und Plummy Kisses. Boah, ganz schön viel. Das verrühren wir dann auch nochmal. Na, noch ein bisschen. Genau, das verrühren wir jetzt nochmal, bis man das blutig versieht. Hier ist es jetzt wichtig, ganz schnell zu rühren. Also nicht schnell, aber ziemlich viel zu rühren. Ja, bis es so eine fluffige Masse wird, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Noch ein bisschen rühren. Ja, das ist jetzt eine fluffige Masse. Und jetzt tue ich dazu Lebensmittelfarbe. Ich will ja ein bisschen Zombieblut haben. Deswegen nehme ich rote Lebensmittelfarbe. Ihr könnt natürlich auch blau oder so nehmen. Aber ich habe gedacht, ich nehme rot. Genau, und das müsst ihr dann auch wieder gut verrühren. Und ich nehme jetzt nochmal Zombieblut. Oh, sieht echt aus. Oh, ich glaube, das würde jetzt reichen. Ich rühre. Und ich glaube, ich muss noch ein bisschen Lebensmittelfarbe dazugeben. So, tolle Farbe, würde ich sagen. Ich gebe Kombilösung dazu, damit es jetzt auch Schleim wird. Genau, davon gibt ihr nicht so viel rein. Ja, upsi. Genau, jetzt müsst ihr das wieder alles verrühren, wie wir das kennen. Ja, oha, jetzt merke ich schon, wie das zu Schleim wird.
So sieht das Endergebnis jetzt aus. Und ich zeige euch jetzt, was man damit machen kann. Das sieht echt horrormäßig aus. Jetzt kann man damit stöpseln, also so nenne ich es. Und er macht richtig viel Spaß. Man kann ihn auch richtig lang ziehen. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Auf jeden Fall ist er richtig cool geworden. Und wenn ich von 1 bis 10 Punkte geben würde, dann würde ich die Nummer 10 nehmen, weil der ist einfach richtig cool. Ja, hier seht ihr, wie man ihn langziehen kann. Also, er klebt auch nicht mehr an den Händen. Richtig cool geworden. Und jetzt könnt ihr euch nochmal ansehen, was die Familie Lucky mit den ganzen Sachen macht. Wow, oha. Ist richtig cool. Mensch, das sieht ja cool aus. Aus dem Auge raus. Wow, ist echt horrormäßig. Wow. Ach, der Kürbis, Mann, spitze. Wow, richtig cooler Schleim. Habt ihr Angst? Ja. Macht ihn gerne nach. Wie cool ist das denn bitte schön? Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns gerne ein Like und abonniert uns kostenlos. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Gruselig Grüße, eure Lisa.